Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute der Vizepräsident des Bundestags und SPD-Politiker Thomas Oppermann ist verstorben. Er war einer der führenden Köpfe der SPD. 15 Jahre lang war Thomas Oppermann Mitglied des Deutschen Bundestages, seit Oktober 2017 sogar der Vizepräsident. Nun ist der 66-jährige Sozialdemokrat während TV-Arbeiten zusammengebrochen und in einer Klinik verstorben. Der langjährige SPD-Politiker Thomas Oppermann ist nun also tot. Wie NTV und RTL erfuhren, starb der 66-Jährige am Abend, nachdem er bei Dreharbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und in ein Göttinger Krankenhaus eingeliefert worden war. Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen. Geboren wurde Thomas Oppermann 1954 im münsterländischen Frickenhorst, wo er als Sohn eines Molkereimeisters mit drei Geschwistern aufwuchs. In der Schule musste er zwei Klassen wiederholen. Oppermann war seit 1980 Mitglied der SPD. Seine politische Karriere begann 1990 im Landtag von Niedersachsen. 8 Jahre später machte ihn Gerhard Schröder zum Minister für Wissenschaft und Kultur. Seit 2005 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Im Bundestagswahlkampf 2013 berief ihn Per Steinbrück in sein Kompetenzteam für den Bereich Innen- und Rechtspolitik. Seit der Bundestagswahl 2017 bekleidete Oppermann das Amt des Bundestagsvizepräsidenten. Zuvor war er 10 Jahre lang parlamentarischer Geschäftsführer und später Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Bereits Ende August dieses Jahres hatte Oppermann mitgeteilt, bei der Wahl 2021 erstmals seit 2005 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Seinen Wahlkreis Göttingen gewann er 4-mal hintereinander direkt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schrieb auf Twitter: "Die Nachricht vom plötzlichen Tode meines Kollegen und Genossen Thomas Oppermann erfüllt mich mit tiefer Trauer. Thomas hat sich mit Leidenschaft und Verstand um unser Land und um die Sozialdemokratie verdient gemacht. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Thomas Oppermann hinterlässt eine Lebensgefährtin und einen gemeinsamen Sohn, eine Tochter sowie 2 Töchter aus früherer Ehe."